Ja, ich habe geschwänzt. Also ich habe die Schule verweigert, ich bin nicht erschienen, ich hatte keine Lust. Ich bin montags in die Schule gegangen, dann mittwochs wieder nicht, dann donnerstags und dann freitags wieder nicht. Ich war draußen mit Freunden weg, mit Freundinnen, mit Frauen, kommt ja mit dem Alter so. Und da ist das noch schlimmer geworden, dass ich eigentlich gar nichts mehr gemacht habe, auch keine Hausaufgaben mehr. Ich habe die Lehrer beleidigt, ich habe Schüler beleidigt und habe mich dann immer wieder mit anderen Leuten angelegt. Apeiros ist für mich eine Chance, mich selbstständig zu entwickeln. Die zeigen dir die Tür, aber durchlaufen muss ich selbst. Wir haben im Grunde genommen zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist der Bereich Schule, ein anderer Bereich ist hier vor Ort, was wir hier machen. In der Schule versuchen wir, die Schulen, die Lehrer, die Direktoren dahingehend zu schulen und zu begleiten, kleinste Vergehen innerhalb der Schulverweigerung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ca. 140 Schüler, von denen 10 wir so zu den Hardcore-Schulschwänzern zählen mussten und da kaum Möglichkeiten hatten, Einfluss drauf zu gewinnen. Es ist halt so, dass die Lehrer in einem ersten Schritt einfach die Fehlzeiten erfassen, dass diese Fehlzeiten zentral gesichtet werden, also dass das gar nicht über den Klassenlehrer läuft, sondern über den Schulsozialarbeiter oder den Beratungslehrer oder einen Extralehrer oder ein Team, die dann wiederum in dem nächsten Schritt die Kinder zu einem Gespräch einladen, sie darauf hinweisen, dass sie eben halt auch recht häufig fehlen, dass man jetzt einfach einen Blick darauf haben wird. Und damit wird man einfach ganz viele Kinder schon dazu bringen, wieder regelmäßig zur Schule zu gehen, weil sie nämlich mitbekommen, dass jemand darauf achtet. Die Fälle, wo das nicht ausreicht, muss man dann eben halt auch das Kind sanft unter Druck setzen, was man dann eben zum Beispiel durch Bußgelder macht. Manchmal ist es notwendig, dass wenn die Eltern zwangsweise unterstützt, weil sie sich einfach keine Hilfe holen, oder einfach dann im schlimmsten Fall auch jemanden bestimmt, der dann die Interessen des Kindes halt einfach verfolgt. Wir haben im Laufe der Zeit dann mit Hilfe von Apeiros ein ziemlich eng geknüpftes Netz der Kontrolle und eng geknüpftes Netz der Maßnahmen, die eben aus diesem Konzept uns dann zur Verfügung gestellt wurden, mehr und mehr zur Anwendung gebracht, sodass bei mindestens 7, möglicherweise sogar 8, das komplett gelungen ist, die wieder zurück in die Schule zu holen. Das Fehlzeitenkonzept gibt uns jetzt einen festen Interventionskatalog vor, bei dem wir hergehen und zum Beispiel sagen, ein Schüler fehlt 3 Stunden unentschuldigt, dann machen wir Schritt A. Ein Schüler fehlt 4 Stunden unentschuldigt, wir machen Schritt B und so weiter. Wir haben also einen festen Interventionskatalog und es kann nicht mehr passieren, dass Schüler durch das Fehlzeitensystem durchfallen. Also wir haben um die 90% der Fehlzeiten reduzieren können, in den Fällen, wo man das wirklich sehr konsequent umgesetzt hat. Ich glaube einfach, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Hilfen die gesamte Situation gleichrangig angehen. Also es sind nicht nur die Schüler, es sind nicht nur die Eltern, es ist auch das Jugendamt, es ist auch die Schule, es ist auch das Ordnungsamt oder die richterliche Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Unterschied, dass wir in dem System anfangen, Strukturen zu verändern. Also wir kriegen einen Auftrag von der Jugendhilfe und beginnen mit diesem Auftrag nicht nur mit dem Kind zu arbeiten, sondern auch mit dem Gesamtsystem. Und ich glaube, das ist einfach neu, weil dafür muss man einfach auch ein gewisses Know-how über Schule haben. Dann ist es so weit gekommen, dass ich sogar von der Bezirksregierung ermahnt wurde, die Schule nicht mehr zu schwänzen, da ich auch keinen Abschluss hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und da hat sich das Jugendamt dann mit mir in Verbindung gesetzt und hat dann mit mir abgesprochen, was ich jetzt als nächstes machen kann. Da haben wir Optionen für die Zukunft gesucht. Schule war für mich jetzt auch kein Ort, wo ich gerne hingegangen bin und auch von meinem Verhalten her sicherlich in vielerlei Hinsicht problematisch. Von daher glaube ich, dass ich so diese Bandbreite an Problemen, die die Jugendlichen hier so mitbringen, einfach auch selbst kenne. Wir greifen die Kinder auf, wir bringen die auf alle Fälle hier immer hin. Das heißt, das Kind muss hier hinkommen, also das wird ihm nicht erspart, es muss also hier hinkommen. Es muss nicht lernen, aber es muss hier hinkommen. Also es geht mir hauptsächlich darum, dass ich meinen Schulabschluss irgendwie schaffe, weil wenn ich das hier nicht hätte, dann würde eigentlich bei mir gar nichts mehr gehen. Also wenn 10 oder 12% der Jugendlichen keinen Schulabschluss haben, heißt das ja auch, dass diese Kinder auf keinen Fall irgendwann studieren werden oder hochqualifizierte Berufe ergreifen werden. Und damit werden wir im internationalen Vergleich oder in der internationalen Konkurrenz einfach immer stärker und immer schneller abgehangen.